könntest du heute Abend machen. Weil vorher gibt es noch einige Sachen zu erledigen. Das kann doch mal wieder leer machen. Ja, Leon ist wieder unsere tägliche Putzfrau, wenn die alle nicht da sind. Aber das müsstet ihr ja mittlerweile schon kennen, dass Leon den Laden hier auf Trab hält. Allerdings würde ich auch gerne, dass ihr mal entscheiden sollt. Da Leon jetzt ja hier gerade so ein bisschen beschäftigt ist. Und ich ganz kurz Zeit habe. Ich möchte mal bitte... Ich muss mal kurz gucken, wo ist denn der Hund? Da ist der Hund. War die LP einen Flohmarkt verpassen, genau. Ja, mir geht's darum, ob ich mit Leon, mit dieser Cho, also seine Freundin, hier in dem Spiel eventuell ausziehen sollte. Oder ob ihr gerne möchtet, dass die erstmal mit, ob die Cho gerne da mit einziehen sollte. Das könnt ihr mir mal gerne sagen, weil, naja gut, sagen wir es mal so, ne? Wäre sicherlich interessant, wenn wir da noch eine kleine zweite Familie noch nebenbei hätten. Mit dem Leon und so weiter und so fort. Und ja. Und ich sehe gerade, ich habe die ersten Part irgendwie viel zu leise gesprochen. Allerdings soll das trotzdem ausreichen. Muss ich einfach bloß lauter Training mein Gesprochenes. Wo ist der Hund jetzt? Ach, da kommt er. Ja, der bekommt jetzt ein Flohbad. Komm, und alle ab, rein damit dir. Die Ohren, die auch dabei. Oh, wie er auch jault. Oh, so süß. Ja, hoffentlich sind jetzt auch mal endlich die Flöhen auch mal endlich richtig weg. Das kann ja wohl nicht sein, dass die Flöhe damals wieder da sind. Genau, no, das findest du hier schön, ne, Hund? Sibi Rabba. Zembrick! Ja. Bad nehmen, komm. Er macht doch nichts als Nasshund. Und der kleine Asher Roy kann hier mal das Töpfchen benutzen. Und? Geh mal hier hin. Kieseln. So, und jetzt kannst du ein Bad nehmen. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne, da drüben. Da aus dem Haus, wo man die ganze Zeit die Musik kommt. Das ist einfach mal so ein Kind vor der Tür. Warum nicht? Alter, Mann. Ach, das ist die Mutter von der. Mhm. Okay. Scout Sergeant. Aha. Der Chef, oh, die Chefin von mir, also. Ist doch niemand drinne. Doch, da ist jemand. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so abgeht. Chabadu. Chabadu.
fucking pink Kerl. Ist er schon fertig mit Baden? Wow, das ging ja mal schnell. Pfütze auffischen. Das kann auch noch mal rein. So, komm hier und saubere Wäsche holen. Was wäre der Tag ohne Leon? Da würde, glaube ich, der ganze Haushalt zusammenbrechen. Also, was ich jetzt vor einigen Minuten angesprochen habe, entscheid also mal, was wir machen sollen, ob wir wirklich eventuell Leon ausziehen lassen sollen oder nicht und mit seiner Freundin zusammenziehen eventuell. Ich werde die jetzt nämlich mal anrufen. So, mein Handy. Sim anrufen. Genau, Sim anrufen. Einladen nach. Genau, machen wir das mal. Joe? Was ist das eigentlich? Das rote Rendezvous. Ne, wir gehen mal zusammen ins Kino. Das ist ein Museum. Das ist die Feuerwehr. Haben die kein Kino hier? Doch, eigentlich müssten die doch ein Kino auch haben, ne? Das da? Das ist das Tattoo-Studio. Okay, gut. Trinkplatz. Wir gehen einfach mal hier zu dem. Ja. Garkabes. Klar, hört sich gut an. Bis dann. Chum. Chum de Norkel. Aber kaputt. Genau, Leon, dann mach dich mal auf den Weg. Da kommt auch schon die Mama nach Hause. Wollen wir einfach mal Leon jetzt mal folgen? Ich will Leon folgen. Wenn wir mal das Kind auf dem Fahrrad umfahren, warum nicht? Ich weiß nicht, was es hier ist, aber wir müssen nach einem Café aus, wenn die Framezeit gerade einbricht. Da muss man hier gerade noch sehr viel nachrennen. Oh, Joe, wie siehst du denn heute aus? Garkavis, Flicky Durnor, Ski. Und Daniel hat 287 Simoleon verdient. Und irgendwas ist passiert? Glückwunsch! Die Beförderung von Daniel Pierre zum Verkehrspolizisten bestätigt, dass er ein Profi auf dem Gebiet des Verbrecherjagds ist. So, herzlichen Glückwunsch, die gute Leistung von Daniel hat ihm einen Bonus von 564 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Verkehrspolizist. Kilometerlange Staus, Unfälle, nervige Gehupe auf den Straßen der Stadt, ist so einiges los. Und du als Verkehrspolizist bist mittendrin und sollst für Ruhe und Ordnung sorgen. Das ist echte Polizeiarbeit, bei der Teamwork gefragt ist. Genau. Bemühe dich um ein gutes Verhältnis zu deinem Partner, denn wenn es mal brenzlig wird, kann er dir den Rücken frei halten. Daniel verdient nun 55 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 9 bis 15 Uhr. Was haben wir denn? Okay, und hat frei am Wochenende. Das ist auch mal interessant. Was ist denn mit ihr? Ach, keine Ahnung, was mit dir ist. Ach, sie ist bloß genervt. Naja, gut. Lorku, Laki, Ushkaraki. Naku, Abinaki. Kuklatash, Sweet. Krebgrezel. Konta? Bipsi Gurna, Ibisa, Kalinima. Komm, Leon, du bist doch hier um. Blygia. Mantisch. Jokola. Krila. Du machst auch komplett mit Sportlichkeit. Ashtemar. Küssen.
Nasch. Oh. Aufweb. Hilas. Klub, Johaba. Si, Makiala. Aschlo. Ist das einfach bloß ein Kaffee oder was? Was ist denn das hier? Ich dachte, hier wäre noch irgendwie ein Kino oder sowas gewesen, aber da habe ich mich vorhin irgendwie geirrt. Oh. Schula. Anupsurpi. Wow. Juba Usa Snurla Tulash Ansi. Aber geh mal hier hinten wieder hin zu denen. Reste weglegen, mach das mal bitte. Bevor die Reste wieder schlecht sind nachher. Und ja, du kannst auch gleich mal ein Bad nehmen, wenn du schon so weit bist. Was mit mir? Ich brauche Spaß. Sie hat auch Spaß. Oder sie braucht auch Spaß. Ich kann ja mal ihr Outfit-Wechsel machen. Alltagskleidung. Mach doch mal bitte die Alltagskleidung wieder rein. Die vermisse ich doch so. Ah, ich weiß, was sie machen könnte. Sie könnte nach dem Baden hier mal wieder verkaufen. Und danach könnte sie auf jeden Fall noch mal was anderes malen. Also endlich sehen wir Daniel mal wieder in vernünftiger Kleidung. Wo gehst du jetzt schon wieder hin? Achso, du machst das mit dem Hund. Wollen wir den Leon? Ach, der Leon steht noch immer. Och, ist das nicht putzig. Irash. Nerdy Zorbs. Machen die denn da mal so feines? Spezialsinn für Humor. Grimasse schneiden? Witz erzählen? Ey, sollte er hier kein Buch lesen, Junge. Was ist mit dem Mädchen da? Romantisch. Oh. Branu. Dubo. Wibna. Oh, Duva. Iba la Falkas. Isando. So, was war das jetzt schon wieder? 38 Simoleons. Achso, Sabrina hat das Ding verkauft. Ah, das Gemälde. Malen üben. Mittel. Komm. Mal malen. Romantisches Interesse, aber nicht mehr. Wangenstreicheln. Normal Garsch. Salde Chim. Du könntest natürlich auch jetzt mal. Mach mal ins Ohr flüstern. Romantisch. In Arme springen. Oh mein Gott. Basuni! Oh. So, ich kann auch nur Leon machen. Und jetzt können wir mal eine feste Beziehung vorschlagen. Tanu, Glartma. Wanina. Das war vorher noch keine feste Beziehung. Ja. So, okay, gut. Leon hat folgendes Merkmal in Cho Erfahrung gebracht. Cho ist bindungsphobisch. Leon hat eine explosive Beziehung mit Cho Sonwun begonnen. Der Augenblick, als Cho und er zusammenkamen, ist einer, den er sich immer erinnern wird. Na, das war schon. Genau. Später. So, was haben wir hier? Mit Cho rumschmusen. Ja klar, warum nicht? I hope so, Blark. Freundin.
Oh, man kann jetzt schon einen Heiratsantrag machen. Ribnerds. Rumschmusen. Norgelblätz. Wow, das wird jetzt zum Amt hier richtig voll. Dein LPR ist mit Flöhen in Kontakt geraten. Er wird dieses widerliche Gefühl. Oh mein Gott. Wo hat er das denn jetzt bekommen? Bart nehmen.